Willkommen zurück. In diesem Video machen wir nun mit dem Arbeitsblatt weiter. Wie wir im letzten Video gelernt haben, können wir jede Exponentialfunktion auf zwei Arten anschreiben. Wir können sie mit der Form a hoch x oder auch mit der Form e hoch lambda x anschreiben. Und da haben wir gelernt, dass die Schreibweise mit e hoch lambda x gewisse Vorteile mit sich bringt. Nun, wir haben auch schon gelernt, welchen Einfluss die Basis a auf das Verhalten unserer Exponentialfunktion hat. Und zwar, wenn a größer als 1 ist, dann beschreibt unsere Exponentialfunktion ein exponentielles Wachstum. Das heißt, die Funktionswerte werden mit wachsenden x-Werten immer größer und größer und unsere Funktion hebt sich sozusagen immer weiter von der x-Achse ab. Und wenn unser a zwischen 0 und 1 liegt, dann beschreibt unsere Funktion eine exponentielle Abnahme. Das heißt, die Funktionswerte werden mit zunehmendem x immer kleiner und nähern sich immer weiter der x-Achse an. Wir haben auch schon gelernt, dass wir hier sagen können, die Funktion hat den Grenzwert 0. Gut, und nun, das Ziel dieses Videos ist es, genau solche Bedingungen auch für die Variable lambda zu finden. Das heißt, wir wollen herausfinden, bei welchen Werten für lambda beschreibt unsere Funktion ein exponentielles Wachstum und bei welchen Werten von lambda beschreibt unsere Funktion eine exponentielle Abnahme. Und um das herauszufinden, werfen wir nun einen Blick auf das nächste Fenster im Arbeitsblatt. Wir haben hier die Funktion f von lambda ist gleich e hoch lambda gegeben. Und den Funktionsgraphen für diese Funktion siehst du auf der rechten Seite. Und hier in der nächsten Zeile steht eine Aussage. Und zwar, für alle Zahlen lambda größer 0 gilt e hoch lambda ist größer als 1. Wir wollen diese Aussage zunächst mal in unserem Funktionsgraphen veranschaulichen. Das heißt, wir betrachten hier nur jene Teile der Funktion, die sich rechts von der y-Achse befinden, weil ja als Voraussetzung ist, dass unser lambda größer 0 ist. Das heißt, ich habe den Teil der Funktion, den wir nun betrachten, hier rot markiert, weil in diesem Teil, also rechts von der y-Achse, ist unser lambda größer als 0. Und nun steht hier, dass e hoch lambda, also unsere Funktionswerte, größer als 1 sind. Um das zu veranschaulichen, habe ich hier eine graustrichlierte Linie in die Funktion eingezeichnet und wir sehen tatsächlich alle Funktionswerte im rot markierten Teil der Funktion sind größer als 1, also oberhalb der graustrichlierten Linie. Gut, das heißt, wir haben die Aussage nun grafisch veranschaulicht. Wir können das Ganze aber auch mathematisch kurz zeigen. Und zwar, das gilt, weil e hoch 0 gleich 1 ist. Das heißt, wir wissen, jede Zahl hoch 0 ergibt immer 1. Und zweitens, e ist gleich, also die Eulersche Zahl ist gleich 2,71 und so weiter. Und dieser Wert ist auch auf jeden Fall größer als 1. Das heißt, schauen wir uns nun den Punkt 2 hier nochmal etwas genauer an. Und für diese Exponentialfunktion ist ja das e genau unsere Basis, also die Eulersche Zahl. Das heißt, hier steht die Aussage, die Basis ist größer als 1. Wenn wir jetzt zurückdenken, was bedeutet das, wenn die Basis der Exponentialfunktion größer als 1 ist? Naja, dann beschreibt die Exponentialfunktion ein exponentielles Wachstum. Das heißt, verbinden wir nun die zwei Punkte miteinander. Das heißt, bei lambda ist gleich 0 hat unsere Funktion bereits den Wert 1. Und dann betrachten wir alle Werte von lambda, die größer als 0 sind. Und wir wissen ja, dass unsere Funktion nur wachsen kann. Also die ist streng monoton wachsend. Und deshalb wissen wir garantiert, dass die Aussage hier stimmen muss. Also dass für lambda größer 0 e hoch lambda größer 1 ist. Gut, nun steht hier noch sehr viel mehr Text auf dem Fenster und ich bitte dich nun, nimm dir ein bisschen Zeit, um den Text selbstständig durchzulesen und versuche ihn zu verstehen. Dein Arbeitsauftrag ist hier dann rechts unten den Funktionsgraphen zu betrachten und hier die Funktionen mit f und mit g zu beschriften. Das heißt, hier links ist die Funktion f von x und g von x gegeben und du sollst diese Funktionen den Graphen auf der rechten Seite zuordnen.
Nimm dir dafür ruhig etwas Zeit und ein Tipp von mir, erinnere dich zurück, wie beeinflusst die Basis das Verhalten der Exponentialfunktion. Gut, also unser Arbeitsauftrag ist es, den Funktionsgraphen hier auf der rechten Seite, also die Funktionsgraphen mit den Funktionen f und g zu beschriften. Dazu lesen wir uns zunächst mal den Text durch. Und zwar, was steht hier? Ups. Also wir haben ein Lambda größer als 0 und wir betrachten nun die Funktion f von x ist gleich e hoch Lambda mal x, oder wir können das Ganze auch schreiben als e hoch Lambda, also ich markiere es hier, e hoch Lambda und das Ganze dann nochmal hoch x. Das heißt, in dieser Funktion ist das e hoch Lambda unsere Basis. Und hier steht weiters, das heißt, die Funktion f, die wir hier haben, ist eine Exponentialfunktion, bei der die Basis, also das e hoch Lambda, größer als 1 ist. Gut, wenn wir uns nun zurückerinnern, wenn die Basis der Exponentialfunktion größer als 1 ist, dann beschreibt die Exponentialfunktion ein exponentielles Wachstum. Und wir erwarten eine Funktion, die in etwa so aussieht. Das heißt, wir können sofort sagen, wenn wir die Funktionsgraphen auf der rechten Seite betrachten, dass die grüne Funktion unsere Funktion f sein muss. Und damit wissen wir auch natürlich, dass die blaue Funktion die Funktion g sein muss, aber besprechen wir es noch gemeinsam, warum das so ist. Hier haben wir nun weiters die Funktion g von x gegeben und diese lautet e hoch minus Lambda mal x. Oder wir können das auch schreiben als e hoch minus Lambda und das Ganze dann nochmal hoch x. Das heißt, für diese Funktion ist e hoch minus Lambda unsere Basis. Und das heißt, hier steht weiter, das heißt, das ist unser g von x, ist eine Exponentialfunktion mit Basis e hoch minus Lambda. Oder wir können auch das Ganze auch schreiben als 1 durch e hoch Lambda. Und das ist ganz sicher kleiner als 1. Warum ist es ganz sicher kleiner als 1? Naja, wenn unser e hoch Lambda größer als 1 ist und wir dividieren hier durch das e hoch Lambda, dann muss natürlich hier ein Ergebnis rauskommen, das auf jeden Fall kleiner als 1 ist. Gut, und wir erinnern uns zurück, was es bedeutet, wenn die Basis kleiner als 1 ist. Naja, dann beschreibt unsere Exponentialfunktion eine exponentielle Abnahme. Und deshalb können wir sicher sagen, dass die blaue Funktion die Funktion g von x sein soll. Aber vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, dass wir bisher ja, immer wenn wir über die Basis a gesprochen haben, gesagt haben, dass wenn a, also a ist größer als 0 und kleiner als 1, dass wir dann, also dass die Exponentialfunktion dann eine exponentielle Abnahme beschreibt. Aber hier in diesem Beispiel bei der Basis e hoch minus Lambda wurde jetzt das 0 weggelassen. Also hier steht nur, dass e hoch minus Lambda kleiner als 1 sein soll, aber nicht, dass es größer als 0 sein soll. Und der Grund, warum wir hier diesen Teil weglassen können, ist, weil e hoch minus Lambda garantiert größer als 0 ist. Das geht gar nicht anders. Also wenn wir wissen, e hoch Lambda ist größer als 1, und wenn wir dann durch e hoch Lambda dividieren, also 1 durch e hoch Lambda, da kommt garantiert eine Zahl raus, die größer als 0 ist. Das heißt, deshalb können wir diesen Teil hier von der Bedienung einfach weglassen. Gut, das heißt, wir können nun einen Blick zurückwerfen auf den Punkt, wo wir gestartet haben und können allgemein sagen, dass wenn unser Lambda größer als 0 ist, also positiv, dann beschreibt unsere Exponentialfunktion ein exponentielles Wachstum. Und wenn unser Lambda kleiner als 0 ist, also negativ, dann beschreibt unsere Exponentialfunktion eine exponentielle Abnahme. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.